Er hat die Sache so leicht genommen. Er hat auf öffentlichen Straßen und Plätzen erzählt, wie ein Straßenverkäufer. Du, komm doch auch mit. Du kannst auch spionieren. Es war eine tiefe Nacht. Schöne Nacht, aber eine dunkle Nacht. Im Auto war es totenstill. Wir wussten, was kommt, wenn wir mitmachen. Mir ist dann natürlich das Essen vergangen. Gell? Ich hatte dann keinen Hunger mehr. Ich bin dann raus. Da sind wir eben auf dem Weg gefahren mit dem Lastwagen. Die haben auf das Mal gehalten. Wir sind ausgestiegen, abgesprungen. Und sind den schmalen Waldweg drauf diktiert worden. Den Verrat an der Armee muss man in den Zeiten des Krieges anders beurteilen als in Friedenszeiten. Wir wollen Leute abschrecken. Spionage zu treiben. Ich habe mit dem Ernst die letzten Worte gewechselt. Er war apathisch, sie haben die Augen verbunden und ich bin zurückgetreten.